Hallo, ich bin Carsten und heute gibt es eine VA für Hubert Zintel. Grüß dich, Hubert. Ja, Hubert, du hast ja erst kürzlich deine 150 Abonnenten erreicht. Ich habe jetzt nicht reingeguckt. Es werden schon wieder ein paar mehr sein, hoffe ich mal. Oder denke ich mal. Und da möchte ich dir natürlich erstmal herzlich zu gratulieren. Ja, und du hast dann auch gesagt, du möchtest ein Giveaway starten. Und zu diesem Giveaway sollen wir dir dann mal erzählen, wie das bei uns so mit dem Verlaufen ist. Ja, und ich habe dann lange überlegt, wie das denn bei mir so mit dem Verlaufen ist. Und ich muss leider gestehen, so oft verlaufe ich mich gar nicht. Beziehungsweise, ich habe mich zwar erst kürzlich verlaufen, sieht man auch auf einem Video, aber in dem Sinne auch nicht wirklich verlaufen. Da bin ich nur einfach eine Abbiegung zu früh zum Parkplatz gelaufen. Also habe ich einfach nur ungewollt den Weg abgekürzt. So wirklich schlimm verlaufen, ich habe lange überlegt, habe ich mich, glaube ich, noch nie wirklich. Ich achte auch immer darauf, wenn ich zum ersten Mal in eine Region fahre oder zum ersten Mal in einer Region bin, mir so ziemlich sofort eine vernünftige Wanderkarte zu kaufen von der Region. Und so habe ich zumindest immer die Möglichkeit nachzuschauen, in welche Richtung ich muss. Oder wenn ich irgendwo ein Ortsschild sehe, aha, ich bin hier, ich möchte aber eigentlich nach hier. Ja, so in dem Sinne verlaufen, dass ich einen riesigen Umweg von ein paar Stunden gemacht hätte. Ist mir leider, oder für mich zum Glück, aber ist mir noch nicht wirklich passiert bis jetzt. Also habe ich jetzt natürlich hier auch gar nicht so viel zu sagen. Ja, mittlerweile ist es auch so, dass ich ja immer ein Navi dabei habe oder zumindest noch ein Handy dabei habe, wo ich dann auch noch mal eine Karte dabei habe, wo ich nachschauen kann, wenn ich der Meinung bin, ich bin falsch. Ich laufe aber auch immer wirklich mit offenen Augen durch die Gegend. Außer jetzt gerade, weil ich hier am Filmen bin. Aber sonst versuche ich eigentlich immer, die Gegend im Auge zu behalten. Beziehungsweise halte auch immer Ausschau nach den Wanderzeichen. Aha. Ich habe mich gerade auch schon gefragt, wann das nächste kommt. Da hinten kommt wieder eins, weil es ist schon wichtig, dass man immer weiß, wo man ist und in welche Richtung man geht. Schon alleine, so wie letztens vor ein paar Touren, wo ich da auf der Treppe ausgerutscht bin, wenn ich da ungünstig gefallen wäre, hätte ich eventuell Notarzt anrufen müssen. Und wenn ich da dann nicht gewusst hätte, wo ich bin, ist dann auch wieder schwierig. Ja, Hubert, was bleibt mir zu sagen?
nochmal ganz herzliche Gratulation zu deinen erreichten 150 Abonnenten. Herzliche Gratulation zu deinem Kanal. Muss ich wirklich sagen, du machst tolle Touren, lässt dir wirklich auch immer schöne Touren einfallen. Auch die Übernachtung auf den Trekkingplätzen in der Pfalz gefällt mir sehr gut. Und ich kann nur sagen, mach weiter so. Und ich bin immer noch gerne dein Abonnent. Du bist einer meiner treuesten Zuschauer, würde ich mal sagen. Ich gucke auch immer sehr gerne deine Filme. Ich muss gestehen, ich bin nicht der große Kommentator, sage ich jetzt mal so. Aber hin und wieder lasse ich dann auch mal einen Spruch bei dir. So, ich hoffe, die VA hat dir gefallen. Auch wenn ich dir leider nicht sagen kann, dass ich mich großartig verlaufe. Aber ich sag da mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.